Virtuos, hochbegabt und hochkonzentriert. Theo Gertler spielt beim Festkonzert im Berliner Dom als Solist mit dem staatlichen Kammerorchester. Dabei ist der Junge gerade einmal 11 Jahre alt. Es war wirklich fantastisch. Ich denke, ich habe gut gespielt und ich bin wirklich zufrieden mit mir. Theos Spiel reicht von zart bis hin zu zupackend dynamisch. Das Konzert von Felix Mendelssohn-Bartholdy ist selbst für erfahrene Solisten eine anspruchsvolle Aufgabe. Dirigent Leos Swarovski ist vom ganz besonderen Talent dieses Jungen fest überzeugt. Er spielt das mit fantastischer Virtuosität, mit fantastischer Technik. Und auch die Phrasen, die Musikalität ist wie, er war nicht 11 Jahre alt, aber 35, ja. Wirklich ein Wunderkind. Wunderkind, eine Bezeichnung, die der junge Geiger immer wieder hört. Er selbst will davon nichts wissen. Bei der Generalprobe, wenige Stunden vor dem Konzert, interessiert ihn einzig und allein die Akustik im Berliner Dom. Barocke Akustik ist perfekt. Ich habe schon viel in Kirchen gespielt und diese ist sehr gut. Der Klang ist weder zu schmutzig noch zu klar. Er liegt genau dazwischen und das ist gut so. Theo spielt auf einem etwas kleineren Instrument, der sogenannten Dreiviertelvioline, gefertigt 1853 von Jean-Baptiste Villaume, einem der besten Geigenbauer des 19. Jahrhunderts. Mehr als 4 Stunden täglich übt er. Angefangen hat er damit im Alter von 3,5 Jahren. Mehrere Meisterklassen liegen bereits hinter ihm. All die Lehrer haben sein enormes Potenzial erkannt und gefördert. Seine Eltern sorgen dafür, dass ihr Theo bei all dem Erwartungsdruck auch noch Kind bleiben darf. Er geht seinen eigenen Weg und wir versuchen, ihm zu folgen. Es geht dabei nicht darum zu erfassen, wo er künstlerisch gerade steht, sondern zu erkennen, welche Möglichkeiten sich ihm bieten und ihn dahin zu begleiten. Nach der Generalprobe genießt Theo die Pause bis zum Konzert. Langes Stillsitzen behagt ihm nicht. Er probiert sich aus, sucht seine Grenzen. Und dennoch, für den Jungen ist die Musik das Wichtigste im Leben. Wenn es einmal nicht so gut läuft oder etwas Schlimmes passiert, hilft einem die Musik und schafft es, einen wieder glücklich zu machen. Ich denke, ohne Musik wäre es wirklich schwer. Und so gibt Theo als Solist im Berliner Dom ein beeindruckendes Konzert. Das Publikum ist begeistert und feiert das Wunderkind an der Violine mit großem Applaus.